Hallihallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Agnes Johanna und heute möchte ich mit dir ein bisschen aufräumen. Ich dachte, vielleicht ist so ein Aufräumvideo oder so eine Idee von, wie räume ich eigentlich meinen Kram auf, nicht schlecht. Also ich habe lange getüftelt, weil ich hatte ja immer eine Schublade. Also ich habe eine Schublade neben mir, das ist aus so einem Ikea-Dingbum, so ein langes Schubladenelement. Und da hatte ich in einer von den Schubladen immer meine ganzen Stempel drinne. Ja, und zwar hatte ich die immer so schön, weil das also so eine große Schublade, ne? Dann lagen die dann immer so stapelweise, aber im Gebrauch, forget it. Also, Stempel raus, ne? Der Klassiker, pass mal auf, zeige ich dir. So, Stempel aus der Schublade, alles klar, Folie weg, ja, zack, zack. Oh ne, ich brauche noch einen anderen Stempel, tralala, alles voll mit Stempeln, Folien fliegen durch die Gegend. Und irgendwie alles kacke und am Ende pappen manche Folien dran, manche nicht. Und ich finde zum Beispiel, wenn ich jetzt sowas in der Hand habe, ja, ich kann nicht wirklich sehen, wie sieht der nachher aus. Ja, das ist dieses, wo das hier vorgegeben ist. Wenn ich das jetzt mal abmache, dann sieht man es. Ja, warte mal, ich hole mal gerade ein weißes Papier. So, ja, so kann man es dann eventuell noch sehen, ja, aber wie es wirklich abgedruckt aussieht, weiß man nicht. Vielleicht auch, ja, in verschiedenen Farben, wie auch immer. Das wäre jetzt vielleicht nicht ganz so wichtig, aber ja, ich finde das so semi-gut. Ich habe ganz, ganz viele so eine Rückfolien, ja. Teilweise erkenne ich da noch, was zu welcher Stempel-Dings die gehören, teilweise nicht. Ich möchte die auch wiederverwerten. Ich will die nicht, dass ich die wegschmeißen muss oder so. Und was ich auch habe, ist ja hier diese Tim Holz-Dinger, diese Gummiteile. Und die sind ja komplett ohne Dings, ne? Ihr wisst schon hier, ohne Folie hinten dran. Die kommen einfach so, wie sie sind. Also so jetzt hier, ne? Ja, sieht auch schon übelst eingesaut aus. Also ich habe keine Ahnung, was ich damit gemacht habe. Ach so, hier war das andere drüber und das hatte ich nicht richtig sauber gemacht. Und sollte ich vielleicht auch mal tun. So, und ich möchte für alles quasi meine Allround-Lösung finden und habe ein bisschen rumüberlegt. Und ich glaube, ich habe jetzt auch, oh oh, das scheint richtig einzufärben. Naja, egal, dann ist es halt ein bisschen grungy-mäßig drauf hier. Ja, das ist von meiner, von der die ein bisschen wasserfester ist. Also zumindest von der Folie, so geht's ab. Also ist jetzt halbwegs sauber, denke ich, ne? Ist auch egal. Also, hier sieht man schon, wie die Stempel aussehen. Ich finde aber trotzdem, dass man nicht so wirklich... Also, mir fehlt es an Vorstellungskraft, mir das vorzustellen auf dem Blatt Papier. Ich muss das wirklich abgestempelt auf dem Blatt Papier sehen. Und dann bin ich happy. Bei diesen hier geht das noch so gerade. Es ist okay. Weil man sieht es ja eigentlich sehr gut. Und dadurch, dass es direkt der Stempel ist, hast du halt eben nicht das Problem, dass wenn du das einmal abmachst und nicht 100% wieder genau drauf machst, dass es dann hier so ein Kuddelmuddel ist und man es wieder nicht erkennen kann. Also die hier sind okay, aber was mich stört, hier fehlt diese Hinterfolie und ich finde, die fallen dann immer ab. Dafür habe ich mir was überlegt. Und wo bewahre ich die ganzen Krams auf? Darüber wollte ich auch noch kurz mit dir sprechen. Bisher hatte ich, wie gesagt, meine Schublade mit den Stempeln, die ich angeblich am meisten nutze. Ich musste feststellen, so ist es nicht, weil viele davon sind dann so in der Schublade verschwunden, dass ich die gar nicht genutzt habe und schon vergessen hatte, dass ich sie hatte. Dann bestellst du dir wieder neue, weißt du, und du guckst, hä, das hast du doch, ne? Oder so ähnlich. Die gleichen Stempel habe ich nicht, also so verrückt war ich dann doch nicht nur, ne? Also, was ich auch noch habe, ist dieses hier, ne? Ich hatte mir einen Ordner geholt, ne? Den habe ich hier schön beschriftet, Stempel, ne? Alles super. Und dann habe ich mir diese Folien hier gekauft. Diese, das ist eine A4, die macht hier A6, ja, nur, was mich hier angekotzt hat, ich habe diesen Ordner schön im Schrank gehabt, nur, das raus- und reinnehmen, ja, bei manchen kein Thema, geht, also bei sowas Kleinem hier, ja, rein, raus, alles super, aber du musst die Hinterfolie immer parat haben, weil sobald du diese hintere Folie nicht mehr hast, ja, stockt das hier drinne und das geht gar nicht, ja. Also du musst dann immer die Folie jedes Mal wieder da drauf machen. Ey, ganz ehrlich, ne? Die Ordentlichen unter euch, ne? Die haben es da gut. Die machen das wahrscheinlich auch immer so. Ich hasse es wie die Pest. Ich hasse es, das wieder so drauf zu machen, weil ganz oft ist so, dass ich viele Stempel benutze und dann fliegen hier 5 Folien rum und dann weiß ich wieder nicht, welche Folie auf was ist. Und die pappen ja auch nicht immer so gut wie jetzt bei diesem hier. Ich habe zum Beispiel Stempel wie diese Rosen hier. Da pappt hier gar nichts mehr dran, ja? Ne, das ist, glaube ich, das Richtige dafür. So, und wenn ich das irgendwo habe, so sieht das aus. Hier,
Hier, ein Scheiß, ne? So, also, Kacke. Nicht gut. So, und was dann auch ätzend ist, du hast dann hier solche Sondergrößen wie das hier. Und selbst mit Folie. So, ich will jetzt die stempeln. Und dann geht das hier saumäßig raus. So, okay. Das hier hält übrigens auch nicht mehr, diese Folie. Das ist, geht irgendwie nicht mehr. Keine Ahnung. So, jetzt will ich die wieder reintun. Jetzt hat die so eine blöde Sondergröße, dass ich... Also, so rum geht's. War jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel. Aber ich habe hier welche gehabt. Wenn das, oder ich habe die Folie gut draufgepackt jetzt. Dann war sie vorher ein bisschen schiefer. Und wenn die ein bisschen schiefer ist oder ein bisschen größer, manche hier von Action, die Dinger, ne? Die habe ich komplett zerschnippelt, die Folien, weil das einfach nicht reingepasst hat von der Größe her. Und alles hat verschiedene Größen und nichts ist irgendwie Standard. Das hier zum Beispiel guckt über, aber abschneiden kann ich es auch nicht, weil das einfach zu groß ist. Ne? Dann fehlt mir halt diese, hier, fällt auch ab. Ne? Muss man auch jedes Mal wieder hier dran tüddeln. So. Und dieses Rein- und Raustun, also in der Praxis, es ist total toll. Es sieht super aus, wenn man das so schön ordentlich alles hat. Man kann hier noch die passenden Stenzel mit reintun. Es gibt ja diese Sets beim Action, kennst du bestimmt auch, wo dann immer so diese Dinger dabei sind. So, jetzt siehst du aber, hier fehlen mir schon die ganzen Stempel dazu. Also so hatte ich das dann alles hier so schön und ja, alles für den Arsch. Bei sowas hier, da habe ich jetzt natürlich die Arschkarte, weil ich habe mir das komplett zersemmelt. Das werden wir aber reparieren. Und da werde ich dir zeigen, wie ich mir das überlegt habe, wie ich das repariere, damit das wieder passt. Und ja, und ich habe mir überlegt, ich möchte doch lieber die traditionell beste, die Kiste. Ja, die Kiste, wo tak, 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 schnell rausgenommen, gestempelt, fertig. Und damit das wirklich schnell geht, habe ich mir, wie gesagt, über diese ganzen Probleme, die ich selber hatte bei der Aufbewahrung, habe ich mir ein paar Gedanken gemacht. Habe ich überhaupt auf Play gedrückt, dich, Horst? Jetzt sehe ich wieder diese Zeitlinie nicht. Muss man gerade ein bisschen schieben. Ja, ich nehme auf. Nehme ich auf? Moment, ich musste gerade gucken. Ja, okay, dann kann ich dir bei der Gelegenheit, wenn ich schon mal abmache, zeigen, was ich... Also jetzt mittlerweile habe ich hier in der Schublade jetzt nur noch diese Holzdinger. Und da waren vorher all diese Silikonstempel drin, ne? So, okay, also ich nehme auf. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich dann irgendwo dran komme, dass ich auf Stopp mache oder sowas. Okay. Also, wie du siehst, es ist alles immer so eine Sache der Organisation. Ich möchte hier endlich mal Ordnung reinbringen in meinen ganzen Kram. Hm. Ich hoffe, dass dich das Video inspiriert, das, was dir... Was dir nutzt, nimmst du dir mit und den Rest wirfst du über Bord. Wie immer. Also. Dann widmen wir uns mal den Problemen nacheinander. Ich hoffe, ich vergesse gleich keins. Ansonsten mache ich noch ein zweites Video, ist egal. Also, wir haben ja gerade über diese hier gesprochen. Ja, ich habe nicht viele davon, so ein paar. Und ich habe mir überlegt, was für eine Kiste nimmst du? Also, du kannst nehmen Schuhkarton oder halt eben einen Karton, den du mal geschickt bekommen hast. Du bist ja bestimmt auch hier... fleißiger Besteller online. Und ich habe jetzt hier noch so einen alten Kunststoffkarton tatsächlich. Den habe ich auch aus dem Mir Action oder Teddy. Ich weiß gar nicht, wo der herkam. Irgendwie so ein ganz günstiges Ding. Den hier habe ich jetzt für die großen Stempel. Und ich habe für die kleineren, diese ganzen A6-Dinger, habe ich hier meinen Schuhkarton. Ja, ich habe gerade so einen passenden Schuhkarton hier, weil ich eigentlich nur diese Schuhe trage, Werbung ohne Auftrag natürlich, ne, habe ich immer ganz viel von diesen Kartons und die haben eine tolle Größe für diese A6-Dinger, ne, also für diese kleineren Teile. Die passen hier super und das ist schön lang, ist schmal, kann man super irgendwo hin tun. Deswegen werden wir das da reintun. Aber nicht einfach so, ja, weil sonst wäre dieses Video ja sinnlos. Dann würde ich dir sagen, mach mal hier einfach so und dann ist das schick, ne, sondern wir werden das vernünftig machen. Und zwar, dass diese scheiß Folien nicht mal ablatschen, dass wir auch sehen, was wir da stempeln, dass wir es schön ordentlich haben und vor allem mit einem Griff zum Beispiel diverse Post- und Ticketstempel zum Beispiel oder Naturstempel oder, wie heißt das nochmal, Steampunk-Stempel oder sowas, ne? Oder Filigran oder, ach, was weiß ich, da gibt es ja vielleicht Themen ohne Ende. Wir gucken mal. Ich denke mal, ich werde dir Ideen an die Hand geben. Alles komplett zusammen werden wir nicht schaffen zeitlich, glaube ich. Ich glaube, dann gehen locker 8 Stunden ins Land. Das könnte ich mir zumindest gut vorstellen, weil sowas dauert auch. Ne? Ich werde das also hier quasi anfangen, peu à peu, das zu machen. Und das Endergebnis zeige ich dir dann irgendwann, wenn ich fertig bin, in einem separaten Video. Und dann gehen wir alles nochmal zusammen durch, wie ich das jetzt noch so geregelt habe. Vielleicht fallen mir ja im Nachhinein auch noch ein paar nette Sachen ein, ja, die ich dir dann noch mit an die Hand geben kann. Also ich möchte aufräumen. So. Also, und ich hatte mir jetzt überlegt, damit ich weiß, hier bei diesen Dingern weiß ich ja schon, wie es aussieht von außen, ja? Dadurch, dass das hier so ist. Aber manchmal ist das ja so, dass das hier überdeckt. Da weiß ich jetzt noch nicht. Was du machen könntest, wäre komplett einmal einmanschen.
Wir können das ja gerade mal zusammen machen. Wir nehmen uns einfach mal ein Stempelkissen. Ich überlege nur gerade, mit was ich überhaupt stempeln werde. Denn eigentlich müsste ich, ich habe noch einen Nachfüller, aber leider nur für mein schwarzes Stess-On. Da bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher, ob das gut funktionieren wird. Gucken wir mal. Also das hier kann man zum Beispiel im Großraum, großräumig sozusagen, mit dem Kissen einfärben. Ja, ich glaube, das wird schon ganz gut gehen. Ich hoffe, das trocknet nicht so schnell ein, weil ich glaube, die trocknet relativ fix, diese Farbe. Aber es ist jetzt momentan der einzige, wo ich einen Nachfüller habe. Ich hätte jetzt gerne für diese Versafin noch einen Nachfüller, muss ich mir auch noch besorgen. So, dann nimmst du ein normales Blatt Papier, ja, und dann legst du das hier einfach hin und stempelst das so, wie es ist, diese Dinger komplett einmal ab. So, ich hoffe, dass ich das jetzt gut gemacht habe. Ja, ist okay. So, und das hier finde ich von der Übersicht, man kann sich das so viel besser schon auf Papier vorstellen, als wenn das erst so ist. Und du siehst auch ganz genau, wie das dann abdrückt. Ist jetzt nicht 100 Pro, aber es ist okay. So, und was ich jetzt hierbei machen würde, ich habe das jetzt natürlich nur auf Papier gemacht. Das kannst du ja direkt schon so, wie es ist, zum Basteln nehmen. Oder hier direkt zum Ausschneiden, wenn du so kleine Dinger brauchst. Kann man auch machen. So, okay. Das wäre jetzt eine Idee, wie du vorne die Front machst. Ja? Von diesem Teil quasi das da drauf. So, dass du es direkt sehen kannst, ne? So dieses, ah ja, stimmt, genau, okay, ich brauche sowas. Oder also ich finde es irgendwie schon cooler als so. Jetzt will ich das da aber nicht draufkleben. Nee, das möchte ich nicht. Aber was ich machen möchte ist, nämlich jetzt ist es dreckig und ich habe auch keinen Bock jedes Mal, dass irgendwie, ich bin da echt eine Drecksau, ne? Ich mache das nicht alles immer sauber. Da bin ich, ich könnte jetzt einen erzählen von, ja, mache ich immer ganz fein und tralala, ist aber nicht so, das wäre eine Lüge. Also ich lasse es, wenn ich überhaupt was abmache, dann wirklich mal hier so ein bisschen mit dem Tuch. Ich wasche hier nicht jeden einzelnen kleinen Pupsstempel immer ab. Das ist einfach viel zu aufwendig. Das nervt mich dann und dann habe ich schon keinen Bock mehr. Also wenn ich schon darüber nachdenke, ich muss einen Stempel sauber machen, dann habe ich schon keine Lust mehr zu stempeln. Das bin nur ich. Aber das kannst du natürlich gerne tun. Das hält deine Stempel bestimmt länger am Leben. Davon ist zumindest auszugehen. So, und was ich jetzt machen möchte, das ist jetzt ein Tipp, den ich habe für dich. Und zwar, ich habe Overhead-Folie, ja, mir besorgt. Die gibt es im 100er-Pack oder so. Ich muss mal gerade einmal gucken, was da drauf stand. So sieht die aus. Ich werde die dir mal unter diesem Video einmal verlinken. Und zwar ist das 50 Blatt Overhead Folie. Die kannst du natürlich, so ein Zeug kannst du für alles Mögliche nehmen. Für, wenn du Kärtchen machst mit Fenstern oder irgendwelche Sachen. Also überall, wo du so eine dünne Folie benutzen kannst. Und ich werde die jetzt definitiv hierfür benutzen. Also ich nehme das hier, dieses A4, leg das dann hier so ein bisschen dran. So dass das hier mit der Folie abschließt. Am besten vielleicht sogar so rum. So, dass es hier Kante auf Kante ist und hier auch Kante auf Kante. Das ist nicht genau passend von der Größe, das ist aber nicht schlimm. So, und dann schneide ich das hier einmal entlang. Wie ich das denn? Nee, ich mache das anders. Ey. Ich schneide das gleich erst ab. Also, was mache ich jetzt damit? Das zeige ich dir. Und zwar werde ich jetzt, hier sind ja drei Löcher immer in diesen Dingern von diesem Holz. Ne? Da sind ja drei Löcher und das könnte man ja direkt so zusammen. Ich hatte die ja mal übereinander. Da hatte ich mehrere und dann mit so Kringeln festgemacht. Nur dann hatte ich eben das Problem, was ich gerade eben bei dem anderen hatte. Wo habe ich das hingelegt? Dass das dann dreckig wird, weil ich das ja nicht so sauber mache. Ne? Stehe ich ja nicht so drauf auf das Saubermachen. Und warte, wo habe ich das hier? Ne? Was ist das? Genau. Und dann siehst du, ist das hier schon eingefärbt. Ne? Ja, gut. Ist jetzt nicht dramatisch, aber muss ja nicht sein. So, und zwar nehme ich mir das jetzt, das Ding. Und was ich dir empfehlen würde, also das ist meine Erfahrung, so ein Einlochlocher. Ist beim Basteln für Junk Journal immer gut. Kann man sehr, sehr gut nutzen immer. Und man kann auch gezielt auch diese ganzen, es gibt ja immer im Englischen, also die deutsche Norm oder unsere DIN-Norm ist ja doch eine andere als die in Amerika. Die rechnen ja mit Inch, mit Zentimeter und so. Und da ist es so, dass du zum Beispiel mit so einem Locher, da kriegst du noch zwei Löcher hin, aber drei Löcher wird schon problematisch. Und bei solchen Sachen zum Beispiel, da ist das ja ganz praktisch, wenn man das hat. Und zwar gehe ich jetzt hier mit dem Nippel da in das Loch. Vorausgesetzt, dass der Stempel hier vernünftig drauf ist. Ich muss den tatsächlich nochmal neu draufsetzen. Weil der verdeckt mir hier doch die Löcher. Das sollte so nicht sein. Ja, jetzt geht das wieder nicht. Oh, das ist so echt nervig. Okay, ich probiere es jetzt einfach Pi mal Auge. Was soll's. So, geht ja nur darum, dass das hier für den Alltag gut zu machen ist. Also ich lege mir das quasi hier genau über dieses Loch und loche hier einmal.
Folie lochen ist übrigens nicht ganz so einfach. Oder mein Locher ist so ein bisschen schief, habe ich manchmal das Gefühl. So, dann mach das hier schön ein Ding, sondern ist hier das Loch. Dann mache ich das hier auch noch. Muss ich gerade mal gucken, dass ich das ein bisschen gerader hier drauf lege. Genau so, einmal das Loch, dann einmal hier das Loch. Ja, das passt schon. Oh, das geht echt schwer. Also, mit dem Ding, jetzt hängt der mir hier fest. Ja, wie gesagt, Folie lochen ist so eine Sache, ne? Und ich glaube, mein Locher, der ist auch leicht verzogen, weil der spinnt nämlich öfter mal. Auch schon bei Papier. Ich weiß nicht, da habe ich wohl die Montagsproduktion abgekriegt oder so. Jetzt hat er sich hier drinnen verhakt. Hey, Alter. Warum passiert mir sowas immer, wenn ich ein Video drehe, hä? Und nicht, wenn ihr nicht zuguckt. Kann mir das mal einer sagen? Das sollte doch schnell gehen. Ja, es hat sich hier scheinbar irgendwie verhakt. Also die Folie, die lässt sich drehen. Das heißt, das Loch hat er gemacht. Und jetzt hakt er in sich selber fest. Ah, jetzt hat er sich gelöst. Okay. Oh Mann, ey. Leute. Ich sag's euch. So. Und dann machen wir das so. Und dann hier noch das Loch. Und dann hoffe ich, dass das... Okay. Na toll. Jetzt habe ich es mir abgerissen. Oh. Leute, wisst ihr was? Da kriegst du doch die Krise, kriegst du da doch. Okay, also scheinbar, ich muss echt sagen, meiner, der hat irgendwann wahrscheinlich einen vorne drauf gekriegt, dass der so leicht verzogen ist und nicht mehr vernünftig lochen kann. Der hat eine ganze Weile gut funktioniert. Ja, werde ich mir wohl einen neuen zulegen müssen. Weil das ist ja keine Option, hier jedes Mal mit rumzueiern. Scheiß der Hund drauf. Machen wir anders. Wo ist mein normaler Locher? Hier. Okay, jetzt musst du halt ein bisschen gucken. Am besten, wenn du so einen Locher nicht hast, nimmst du einen normalen Locher und dann machen wir das hier mal gleich zusammen. Und zwar nimmst du diese Auffangschale weg und dann kannst du nämlich genau gucken, wo du dann das Loch setzt. Da musst du halt nur schief machen, ne? Also weißt, wie ich meine, ne? Ne, wir machen das noch anders. Wir markieren uns das mit einem Stift. Sowas wie ein Edding. So, dann möchte ich hier ein Loch, da ein Loch und da ein Loch. So, kriegen wir das jetzt wohl mal hin? Also, dann nimmst du dir die Folie, dann nimmst du dir das Teil und dann lochst du genau da. Das sieht man, ah ja, mit einem normalen Locher geht das sogar viel besser. So, guckst du hier. Warum nicht gleich so? Also nimm deinen normalen Locher, vergiss, was ich gesagt habe, und nimm einen Schluck Kaffee, sonst wirst du irre. Also, dann ein Band, völlig egal, was für eins, und dann binden wir quasi, wir binden ein Journal. Nein, wir binden natürlich kein Journal. Also ich gehe erst in die Mitte von dem Originalteil, dann gehe ich hier in die Mitte von der Folie und dann binde ich das quasi, als würde ich ein Journal nähen, ja, mit der Dreilochbindung. Dann gehe ich hier oben rein, durch beide Löcher. Mit irgendeinem Band, was dir gefällt. Heute bin ich echt tüdelig. Das stimmt nicht, ich bin immer tüdelig. Und immer verpeilt, weißt du doch. So. Ich versuche mir das nur gerade schön zu reden. Okay, dann einmal hier durch und dann einmal da durch und dann so. Und in die Mitte nochmal, das kommt ja dann immer zum Schluss. Und aus der Mitte heraus, wenn wir das gleich hier einmal durchgezogen haben. Irgendwie brauche ich doch eine Pinzette, glaube ich, heute. So, zack, gib mir doch mal das Band hier. So. Genau, so, und dann kommt natürlich das Band, ich lasse das jetzt auch hier so dran, kommt das gleich hier aus dem Loch raus. Das schieben wir jetzt einmal hier noch durch das Originalding. So, und dann habe ich hier ein Band und dann mache ich eins links und die andere Seite führe ich rechts entlang. Ja, so wie man das auch beim Journal macht. Und dann mache ich hier einen Doppelknoten.
eins und zwei. Also ich mache mir quasi die Löcher zum Nutzen und dann ist das schick. Dann kannst du das auch noch abschnibbeln, wenn dir das zu lang ist. Ja, und dann ist das fein. So, und was du jetzt hast, ist natürlich dann hier diese so eine Folie direkt dahinter. Und das hier kannst du dann genau passig abschneiden. Das geht ganz gut mit Folie. Einfach einen Riss machen und dann einfach nur schieben. Das geht meistens ganz gut. So, jetzt hast du dir da so einen Schutz dran gemacht. Das heißt also, wenn es einsaut, dann nur die Folie, die dahinter ist. Ja, so. Und so kommt das dann hier in mein Dingbum rein. Ne? Ja, so ist das doch super. Und wie gesagt, was du ja noch machen kannst, ist, du kannst natürlich auch einen Cardstock zum Beispiel davor stellen noch mit diesem Abdruck. So, ne? Oder dir den mit Washi da so dran kleben oder was weiß ich. Oder direkt dran kleben, geht natürlich auch. Also du kannst jetzt hier einfach mit so einem Klebeding das da dran pappen, wenn dich das nicht stört. Aber ich finde das eigentlich ganz hübsch. Deswegen möchte ich da eigentlich nichts dran machen. Aber könntest du so machen. Oder du könntest es auch hier zwischenpacken einfach, ne? Um es dir dann später anzusehen. Das geht natürlich auch. Nur wenn die dreckig sind, machst du dir das halt auch dreckig, ne? Ist ja klar. Also kannst du halten, wie du willst. Das ist jetzt eine Idee, wenn man diese Holzdinger hier fertig kriegt, dass man sich das nicht einsaut und das trotzdem so zusammen hat. So, und das werde ich dann off-Kamera quasi mit den anderen auch noch machen. Und dann habe ich das fertig, genau. So, dann kommen wir jetzt zu den anderen Stempeln, die ich so habe. Also ich habe dann hier welche. Wo habe ich die denn jetzt? Das sind solche, wo so bunte Bilder dabei sind. Die habe ich gekauft bei Ines im Shop. Da habe ich verschiedene von. Und zwar kann ich dir die ja einmal gerade zeigen. Einmal hier so mit Kräutern, mit Vögeln, mit Pilzen habe ich auch noch was. Wo habe ich die denn mit den Pilzen? Und da ist es so, da habe ich einfach das Bild ausgeschnitten von dem, wo das drauf ist. Und habe die Vögelchen beziehungsweise die Stempel auf der Folie, wo die schon waren. Also ich habe jetzt hier nicht diese Abdrücke sind quasi so da drauf jetzt, ja? Das heißt, ich sehe immer, wo der Stempel wieder hinkommt ungefähr, damit ich das schön habe. Das ist eigentlich auch cool. Und dann habe ich einfach auch eine Folie hintergemacht und die festgetackert. Einfach nur festgetackert. Mir auf die passende Größe geschnibbelt und so habe ich das jetzt hier mit den Dingern gelöst, ja? Ich finde, das ist eigentlich ganz cool. Saut nicht so ein. Du hast immer die Folie. Das ist jetzt aber auch die Originalfolie, die ich hier dran getackert habe. Und so kann man dann im Prinzip sich das abnehmen. So, wenn man denn schon fertige Bilder hat. Was ich ein bisschen schade finde, muss ich wirklich ehrlich gestehen, ist, dass das schon koloriert ist. Das mag ich ehrlich gesagt nicht so gerne. Man könnte sich also auch Stempelabdrücke komplett einmal machen. Vor allem hier bei diesem hier, da ist das schon zusammengefügt, was man damit machen kann. Die Stempel sind nicht so, die muss man sich selber zusammenfügen. Ne? Hier hat man so ein Stückchen Band, hier so ein Etikettending, hier die einzelnen Dinger. Ne? Und hier ist das quasi wie schon zusammengeführt, ne? So als Beispiel. Kann man machen, genauso wie das hier. Hier sind die ganzen Teile einzeln und hier sind hier schon zusammengeführt, ne? Wie man das so zusammenstempeln kann. Ja, also, aber das auch eine Möglichkeit dann mit diesen Stempeln. Da kann man das, wie gesagt, direkt schon benutzen. Und dann kommen wir zur nächsten Sache. Das sind diese, die ich hier noch habe. Also hier, finde ich, erkennt man gar nichts. Und ich finde aber auch, da bin ich ja echt eigen, das sind ja die Pappen. Hier habe ich schon ein Stück abgeschnitten. Das sind ja die Pappen von diesen Stempeln. Ja, ist aber auch nicht Originalgröße. Und deswegen nehme ich die Pappe, schneide mir die zurecht und werde das hier nochmal komplett hier einmal aufstempeln. Auf dieses Ding. Ja, so wie das ist. Werde ich das gleich stempeln. Und dafür nehme ich einmal die Folie ab. So. Und dann habe ich die nämlich in Originalgröße. Wir machen das jetzt einmal zusammen, damit du weißt, was ich hier so treibe. So. Ah ja, das ist ja wieder dieses Tesson und dieses Zeugs. Mal gucken, ob das jetzt richtig klappt. So wie ich mir das denke. Also im Normalfall würde man jetzt die einzelnen Stempeln, ja, genau, sich mit den einzelnen Stempeln einsauen. Ich bin, das klebt so kacke hier fest, deswegen geht das so schwer. Also, ich weiß nicht, bin mir nicht sicher, ob die Stempelfarbe gut ist. Ich hatte ja ein paar Tipps bekommen unter dem letzten Video, wo ich das so gerissen habe und einer schrieb, eine schrieb von wegen, das liegt an der Stempelfarbe selbst, dieses Stess-On, dass die so ist und dass die immer Probleme damit auch hatte. Und es gibt unterschiedliche Dinge, wie ihr geschrieben habt. So, und ich drehe das jetzt hier einfach um, leg das auf
mache diesen Abdruck vorsichtig, nicht verrutschen, ne? Ich habe jetzt die Hoffnung, dass das gut übertragen hat. Ansonsten kannst du natürlich jeden Stempeln auch einzeln machen. So, jetzt nehmen wir das ab und es ist ein Scheiß passiert. Ja, gesehen? Was ist denn das für ein Scheiß? Ehrlich, ich bin jetzt echt angepisst. Ja, komm. Also, diese Farbe, kann ich definitiv sagen, ist super, um selber Washi-Tape zu machen, weil das ist schnelles Trocknen, wahrscheinlich zu schnell für das, was ich hier mache. Es ist scheinbar für diese Stempelart nicht geeignet, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kann man hier, glaube ich, auch auf Glas, also auf so sehr, sehr glatte Sachen stempeln mit diesem Zeug. Irgendwo hatte ich das mal gelesen. Ich glaube, online hatte ich das irgendwo gelesen oder habe ich das hier... Also und ja, Kacke halt, ne? Weil jetzt kann ich diese Pappe natürlich schlecht benutzen. Gut, ich benutze sonst immer diese hier, ne? Und ja, das ist okay. Ich male die jetzt einfach nochmal an mit dem ganzen Ding. Hoffe, dass das auch gleich alles vernünftig abgeht. Ja. Möglichst gerade. Ja, wie gesagt, diese Pappe ist natürlich jetzt hinüber, deswegen werde ich das so machen. Ich werde das auf ein normales Blatt Papier stempeln und das dann auf die Pappe kleben von hinten einfach nochmal, ne? Damit ich die Pappe jetzt nicht wegschmeißen muss, weil die ist natürlich ein bisschen stabiler als so ein dünnes Blatt Papier. So, und das lege ich jetzt einmal hier auf. So, und dann mache ich das halt eben so rum. Dann schneide ich mir das gleich zurecht. So. Das müsste dann okay sein. Ja, das sieht gut aus. So, das haben wir jetzt einmal abgestempelt. Das mache ich jetzt mal zu. Oh, das ist auch so ein, das ist auch überhaupt nicht für mich gemacht, ne, mit diesem Kackdeckel. Also, die perfekte Stempeldings habe ich noch nicht gefunden. Obwohl doch diese hier sind nicht schlecht, weil da machst du einfach den Deckel ab und dann hast du auch dieses Kissen. Die habe ich jetzt aber natürlich nicht in schwarz. Und ich wollte doch gerne alles erstmal in schwarz einmal abstempeln. Gut, das war das. So, dann habe ich natürlich dann hier diese Folie. Mit dem Saubermachen ist auch so ein Ding. Man kann die ja mit diesen Babytüchern machen. Oder auch mit normal Wasser und Tuch oder was auch immer, irgendwie so ein Tuch mit Wasser und dann abwischen. Ja, mache ich nicht. Ich weiß nicht, ich mache es einfach nicht. Ich bin da echt, ich bin da eigen, anders, keine Ahnung, wie ich das beschreiben soll. So. Was man jetzt natürlich machen kann, ist tatsächlich auch diese Seite bekleben, weil es eh keine Rolle spielt, weil ich es ja eh zuklebe. So, das heißt also, ich schnibbel mir das hier auf die Dings drauf, auf die Größe, wie das hier dann drauf passt, klebe das da drauf und dann werde ich, so wie diese Stempel jetzt sind, ist natürlich dann spiegelverkehrt, ist klar, werde ich diese Folie direkt auf die Pappe kleben. Ja, so, Moment. Ich saue mich gleich bestimmt ein. Ich muss mal gucken, ich habe hier noch so ein Feuchttuch, was schon trocken ist. Das mal so grob hier abzuwischen. Damit ich nicht gleich die Hände so eingesaut habe. Ja, Stempelpflege, echt, ey. Guckt euch da lieber Videos von Leuten an, die da was zu sagen. Ich bin da noch nicht so weit. Ich bin da immer noch der Romantscher halt. Also da bin ich wirklich kein gutes Vorbild, sagen wir es mal so. So, und dann werde ich das jetzt hier einmal eindingsen, dass das gleich hier fein klebt. Ach, Alter. Komm, lass gut sein, ey. Ich mache nur Scheiße, ehrlich. Also manchmal, ich... Mach das so nicht, ne? Dass du Bescheid weißt. Ich bin auch manchmal, ja, was soll ich dazu sagen?
Ich, nein, ich werde jetzt nicht böse mit mir sein. Und weißt du was? Ich bin froh, dass dieses Ding jetzt auch zu Ende geht. Das ist nämlich schon der Rest. Gott sei Dank. Gott sei Dank ist das schon der Rest. So, dann kann nämlich dieses Inlay da drin, ne, nehme ich weg. Und ich bekomme eine neue Chance. Gott sei Dank. Ich habe mich, glaube ich, noch nie darüber gefreut, dass etwas alle gegangen ist, so sehr wie jetzt gerade. Das ist doch verrückt. Ich habe ja noch ein bisschen zum Nachfüllen hier. Du kannst es natürlich auch anders festkleben, du musst das nicht... Ja, und möglichst... Oh Mann, ey. Atmen. Wusa. Alles wird gut. So, ganz jungfräulich und neu. Ja, bei diesen Pappen muss man echt vorsichtig sein mit diesem Klebeding. Ich will mal diese Ecke hier wenigstens noch dran kleben und das mache ich vorher aber ab. Das ist mir ein bisschen zu gefährlich. Und nur da, wo nicht schon Kleber ist. Also Kleber auf Kleber reißt dir das komplett kaputt, wie du gerade gesehen hast. So. Okay, also das wäre dies. Und dann hatte ich ja gesagt, kommt diese Folie da drauf. Ne? Und die klebe ich auch direkt da drauf. Also, ich mache das so, dass das gut hält. So ein paar Klebedings. Das würde ich dir sowieso immer empfehlen, mit so Bändern zu machen. Doppelseitigen Klebeband. Auf keinen Fall mit irgendwie feuchtem Kleber anfangen. Das wird nicht halten. Also das halte ich für ein Gerücht, dass das hält. Also mit solchen Sachen wie Prittstiften, Uhus, was weiß ich, das wird nicht halten. So, jetzt mache ich das hier dran. Und du weißt ja, die Rückseite soll ja nicht so abfärben. Und deswegen holen wir uns jetzt einmal das Ding, was dazugehört. Jetzt muss ich nur gerade gucken, habe ich das hier noch? Ich hatte es doch gerade abgezogen, siehst du? Und das ist genau das Problem. Ich lege dann die Folie irgendwo hin. Und dann ist das natürlich eine Folie, die auch noch durchsichtig ist. Und ich finde die dann nicht mehr wieder. Alter, die hatte ich doch gerade hier. Wohin habe ich die abgezogen? Ich kann mich noch nicht mal mehr erinnern, auf welche Seite ich die gelegt habe. Du kannst ja jetzt zurückspulen und gucken, aber ich muss mal gerade einmal schauen. Was habe ich hier für Folie? Das ist ein kleines, ein großes, das ist was anderes. Das ist auch was anderes. Sieh das hier? Ja, sieht gut aus. Ich habe sie gefunden. Genau, so. Und die Folie packe ich dann so drauf, einfach wieder, ne? Und dann nehme ich mir, weil, du siehst schon, jetzt fängt es nämlich schon an, dass das nämlich nicht mehr klebt, weil da halt eben auch die Farbe drauf ist, ne, die Stempelfarbe. Aber das ist für mich okay, weil ich hasse das, wenn diese Dinger da so dran kleben, auch so extrem. Wie beim ersten Mal abziehen, weißt du? Finde ich ganz ätzend. So, und jetzt suche ich mir hier freie Stellen, dass die Folie, dass ich alle Schichten erwische. Und dann wird das hier einfach mal stumpf festgetackert. An zwei Stellen am besten, da wo es gut geht. Kannst auch an drei, so. Und dann kann man das hier immer auf- und zuklappen. Und man hat es immer dabei. Und die Kackfolie fliegt nicht durch die Gegend. So. So einfach ist das. Ich sehe also, was ich hier habe. Kann mir das viel besser, finde ich. Also ich kann mir das viel besser so vorstellen auf einer Collage oder auf irgendeinem Blatt dann eben. Und dann kann ich das hier aufklappen, abziehen und dann ist das schick. Und das Gute, wie gesagt, bei diesen ganzen Dingern, wo das hier unten vorgegeben ist, weißt du nachher auch ganz genau, dass der hier drauf gehört. Ne? Dass dieser Stempel jetzt hier drauf gehört. So. Okay, so mache ich das. Und dann kommt das nachher hier in meine feine Kiste. So, wenn ich das dann alles fertig habe, werde ich mir dann so Abtrenner noch machen. Was ich dir vielleicht empfehlen würde, das ist mir jetzt gerade so eingefallen, davon habe ich sogar noch was, weil du siehst ja, wenn du nicht alles voll hast in so einer Kiste, ne, rutscht das. Und das nervt. Machen wir uns nichts vor, das nervt. Und dafür gibt's was. Du kannst das machen, wenn du jetzt... Ich bin ein bisschen weit weg. Moment. Also, was du machen kannst, ist zum Beispiel sowas da reinlegen, wenn du jetzt mit Junk arbeiten möchtest. Ne, das bremst das Ganze mal ein bisschen ab. Guck mal, die Folie passt sogar auch noch so gut, wenn ich die hier aufmache. Ne? Und dann bremst dir das ab und dann hast du dieses Geöle nicht mehr. Das geht. Bedingt. Und was es auch noch gibt, sind diese Dinger. Die kriegst du in jedem Euro-Shop. Guck mal, passt sogar genau hier rein. Das sind solche Anti-Rutschmatten.
Und gerade bei so Kunststoffsachen, auch in der Schublade, kannst du damit deine Schublade auch schützen von innen. Hätte ich vielleicht doch mal machen sollen auch, wa? So, das lege ich jetzt hier einmal aus, die Kiste. Dann wird das hier gleich einmal abgeschnitten. Das kannst du ganz normal hier abschneiden. Ist auch eine coole, diese Matten sind auch total cool von der Struktur her. Reste davon, wenn du jetzt mehr so Sachen gemacht hast, wo du so ein bisschen Verschnitt hast, kannst du super geil auch zum Basteln nehmen, ne? Also das hat auch eine geile Struktur. Oder zum Beispiel als Schablone. Das sind auch cool. Ja, so kann man das, was man so noch zu Hause hat, dann auch noch weiter benutzen, nicht? Die ganzen Dinge. Na komm schon. So, einmal abgeschnibbelt und einmal ausgekleidet. So, rutscht der ganze Kram nicht mehr so. Und dann kann man das hier alles mal so schön reinpacken. Guck mal, hält super, finde ich gut. Ach, ich bin schon wieder lecker zufrieden. Ne? So, und was ich natürlich dann auch noch haben möchte, also cool wäre natürlich auch, wenn du so Stempel, also dafür reicht meine Kiste aber nicht, ne? Also ich muss die hochkant machen. Ja, ist jetzt vielleicht auch nicht so schlimm. Ich hätte es gerne ein bisschen tiefer, dass ich es noch in den Schrank reinschieben kann. Geht aber leider jetzt nicht. Ist aber auch nicht so dramatisch. So, und dann habe ich nämlich hier dann alles soweit fertig. Ja, finde ich richtig geil. So, und dann bauen wir uns noch Abtrenner. Und zwar mache ich da so ganz normal. Ich habe jetzt hier so von meinem hässlichen Papier. Das sind diese Papiere, die habe ich mir irgendwann mal gekauft. Ich glaube, das sind auch Actionpapiere. Werbung ohne Auftrag, weißt du ja. Hier mit diesen hässlichen Dingern. Ich weiß auch nicht, ich habe das einfach mitgenommen, weil es da war. Aber die Rückseiten dafür sind geil und die haben eigentlich auch eine coole Länge. Nur die Breite, die ist jetzt für den Dings, also die sind jetzt ein bisschen kleiner breit. Ich habe das jetzt so Pi mal Auge, habe ich jetzt geguckt, okay, Stempel so und so und da so ein bisschen, dass ich da was beschriften kann. Und das werde ich jetzt halt mit mehreren solcher Dinger machen. Immer so auf die Höhe. Das kannst du natürlich ganz ordentlich machen mit richtig abmessen. Aber mache ich jetzt auch nicht so, ne? So, und dann mache ich mir mehrere davon. Ich klebe die dann so fest, dass ich dieses hier... Also ich möchte das hier nicht sehen, ne? Ich mache das so, dass ich das nach hinten dran klebe. So. Und dann habe ich das hier so ein bisschen dicker. So, genau. So, und jetzt würde ich dann das beschriften. Oder was du auch machen kannst, das habe ich nämlich mir so überlegt, was eigentlich auch ganz cool ist. Wenn du ein bestimmtes Thema hast, nehmen wir mal an, wir nehmen jetzt hier irgendwas aus der Natur. Wir wollen jetzt diese hier vorne beschriften, dass ich weiß, dass das solche Naturdinger sind. Also alles, was mit Pflanzen, Blumen, Pilzen, Vögeln, alles, was du so im Wald findest. Zum Beispiel Woodlands oder sowas. Ja, du kannst das irgendwie benennen, wie du möchtest, was dir Spaß macht. Und oder auch solche Sachen, wenn, also kommt drauf an, wie viele du von was auch hast, ne? Und wie du das dann in Kategorien zusammenpackst. Es könnte sein, dass ich das eventuell noch kleiner mache, weil ich habe zum Beispiel, also ich weiß jetzt gar nicht, also sowas wie Tickets habe ich ziemlich viele und sowas, so Collagen, diese ganzen Collagen von diesem hier. Hier ist zum Beispiel auch ein Vogel und hier sind Blumen. Das ist jetzt aber auf einem so einem Ding, das würde ich jetzt Collage nennen, ja? Filigrane Collage oder sowas. Ach, guck mal, das hat sogar einen Namen. Filaments and Feathers. Okay. Ist das denn von mehreren? Was steht hier? Hier steht Safari drauf. Naja, weiß nicht. Das sind jetzt für mich so Waldsachen. Das würde ich hier mit einordnen. Das sind Bienen, da ist eine Eule und ein Elch, nein, ein Hirsch. Ein toter Hirsch. Das ist ja ein Totenkopf. Habe ich gar nicht gesehen. Mit Krawatte sogar. Witzig. Ja, das wären jetzt so Collagen. Da müsstest du dir überlegen. Collage oder lieber mit zu den Tieren. Ne? Das könnte man ja dann sich überlegen, wie man das gerne hätte. So, und ja, genau. Also, jetzt gucke ich einmal. Das sind ungefähr so, ja, von dem Dings. Das passt schon so. Und dann würde ich das nämlich so machen, dass ich mir dann schon mal ein Stempelkissen nehme. Vielleicht auch dann doch in verschiedenen Farben.
Machen wir mal so und ja, schwarz weiß ich noch nicht, gucken wir mal. Und jetzt nehme ich mir ein, zwei Stempel, von jedem irgendwie so einen Stempel runter und stempel mir den da einfach mal drauf. Und dann weiß ich so auf den ersten Blick, wenn ich in diese Kategorie quasi gehe, weiß ich so ungefähr, was mich da so erwartet und was ich da habe. Und meistens, also so ein bisschen kennt man seine Stempel ja, die man so hat, ne? Und dann weißt du, ah, okay, hier sind die Vögelchen drin, alles klar. Ne? Wo ist denn mein Brettchen hier? Da. Ich habe ja ein so ein Pappteil. Wenn ich so stempel, dann mache ich das hier manchmal in diesem Dings auch sauber, so ein bisschen, ne? Dass das nicht ganz so schmierig ist. Also ich saue mich grundsätzlich auch ein beim Stempeln, das ist so. So, dann nehmen wir nochmal ein anderes Vögelchen vielleicht auf die andere Seite. Nehmen wir mal dieses hier. Das Teil holen. So. Ja, ich habe hier schon ein bisschen Chaos schon wieder auf meinem Tisch, deswegen ist das alles nicht so cool. So, dann bei solchen Sachen kann man ganz toll, finde ich, also die haben eine coole Größe, damit komme ich ganz gut klar, um das hier so schön abzustempeln. So, und dann gucke ich einmal bis hierhin ungefähr. So, da sind also die Vögel hinter. Dann die Pilze, die kommen damit hinter, so Waldsachen. Nehmen wir mal einfach irgendeinen Pilz, dann machen wir das mal in einer anderen Farbe einfach. So kann man auch ein bisschen seine Farben austesten. Das Coole ist ja, dass man auch verschiedene Farben machen kann. Mit den Pilzen. Na, da habe ich nicht richtig eingematscht. Macht nichts. Man könnte zum Beispiel, zeige ich dir mal, nehmen wir doch mal diesen hier, den kleinen. So, und einfach aus Spaß machen wir jetzt mal einfach einen roten Hut. Und so einen braunen Rest. Dann kannst du hier zack, zweifarbig drauf stempeln. Ja, finde ich doch ganz lustig. So, was kommt hier noch mit rein? Müsste ich erstmal meine ganzen Stempel aufräumen. Also ich würde da noch mit rein tun. Was habe ich hier noch? Moment. Ja, ich habe sonst noch solche Stempel in kleiner. Und die werde ich ja hier reinmachen, in den Karton. Das heißt also, jetzt aktuell, glaube ich, von dieser Größe habe ich gar nichts Passendes mehr, oder? Doch diese hier noch. So, und da habe ich ja schon, jetzt muss ich gerade einmal gucken, mein Karton. Doch, das passt da gerade so rein in den Karton. Würde hochkant auch gut passen mit den Blumen. Da würde ich jetzt tatsächlich auch die Blumen mit reinnehmen. Das ist jetzt ein neuer Folder. Das hole ich mal einmal raus. Genau, das wäre von der Größe her auch super. Ja, und da werde ich jetzt dann einfach mal, obwohl Blumen, ich habe so viele Blumen, die mache ich doch vielleicht einzeln. Oh, ich bin jetzt schon wieder völlig überfordert. Dann nehme ich vielleicht doch lieber die Kräuter mit dabei, oder? Ist von einer Serie, kann man machen. So. Habe ich grün? Ja, ich habe grün. Naja, aber wirklich auch nur hier. Na, dann nehmen wir doch mal die hier. Das Grün ist doch auch mal ganz nett. Kann man doch mal machen. Das ist mal Distress Ink. Gucken wir mal, wie das jetzt hier stempelt. Ja, ist doch auch ganz witzig. So, dann nehmen wir noch das hier. So. Und noch ein bisschen Schrift. Vielleicht. Das, was da sonst noch so gibt. Ein bisschen. So, das würde ich mir jetzt einmal hier so hinlegen. Ja, so ungefähr. Das klebt ein bisschen. So soll das gleich aussehen. Na komm schon. Alter, was ist denn hier los?
So, und da könnten wir jetzt auch mal die anderen Grüne ausprobieren. Hier noch mehr Grün. Was ist das? Peacock Feathers. Kann man auch. Was habe ich hier noch für ein Grün? Evergreen. Irgendwas. Kann ich schon wieder nicht lesen. Evergreen Bogue oder so. Ja, das ist doch ganz cool. Hier habe ich es wieder eingesaut, weil die Rückseite war irgendwie noch mit Stempelfarbe eingeschmiert. So. Ja, das sieht doch ganz nett aus. Dann kommt das hier einmal wieder zurück. Oh, das klebt aber auch ganz schön dolle fest hier. So, Folie wieder drauf. Gut. Und dann würde ich hier draufschreiben, bei mir jetzt Woodlands. Tatsächlich. Wie gesagt, du kannst auch auf Deutsch schreiben. Ich finde das Wort Woodlands oder Wald, weiß nicht. Oder Wildnis. Was für ein Chaos. So langsam kriege ich Ordnung in mein Chaos. So, dann brauche ich einmal das hier. Und dann... So werde ich das machen. So, dann einmal... Ja, das ist okay. So, dann nehmen wir uns einmal ein Stiftchen. So, guckst du hier, guckst du da, bräuchte ich ein, wo ist mein Radiergummi? So, ich glaube, der Brush Pen war ein bisschen zu klein für die Größe. Deswegen male ich das jetzt hier einmal noch mal ein bisschen nach, damit das ein bisschen mehr Ausdruck hat. Ja, ich glaube, das ist okay. Dann, ja, beschriften macht sowieso Spaß, ne? Und wenn das dann noch schick aussieht, dann macht es dann auch wieder Spaß, das zu benutzen. Sorry, dass ich jetzt so wenig rede. So ein bisschen konzentrieren. Das fällt mir dann immer besonders schwer, da irgendwas so zu sagen. Das ist alles ein bisschen... So.
Dann kleine Highlights. Das ist ein schöner Eyecatcher. So, okay. Also, das wären jetzt die Woodlands. Wie auch immer. Mal gucken. So, und die würde ich dann hier, also so, ich muss das jetzt mal in der Kamera zeigen, ist ein bisschen schwieriger. So, und dann natürlich vorne. Ne? Und wo ist jetzt der andere Kram hier? Pilze und Vögelchen. So. Und so weiß ich dann, okay, hier sind jetzt die Woodlands. Was ich dann ja hier zum Beispiel, dann kommt hier jetzt das nächste. Ne? Und da würde dann stehen, keine Ahnung, filigrane Blumen zum Beispiel. Ne? Sowas wie das dann hier. Und dann kann auch alle Rosen, je nachdem, wie gesagt, was du für Stempel hast, kannst du das dann beschriften. So, und ja, so habe ich jetzt vor, das ganze Zeug hier einmal hübsch zu machen. Mal gucken, ob meine Kiste ausreicht. Aber ich glaube, ja, so viele Stempel habe ich dann doch nicht. Bei den schmaleren weiß ich es jetzt noch nicht. Da passt ja doch schon einiges rein. Also so dick sind ja diese Teile auch nicht, wo das da reinkommt. Und ja, bis jetzt habe ich so bis hierhin gefüllt. Das ist schon ein bisschen was. Aber ich werde ja den Ordner noch leer machen. Und was wir dann mit dem Ordner machen und mit diesen ganzen Folien, das werde ich euch dann mal wann anders zeigen, wenn es auch wieder um so das Thema Aufräumen und Organisation geht. Ich habe auch schon überlegt, ob ich dazu mal so ein paar mehr Sachen mache. Also nicht nur diese Aufbewahrung jetzt hier, sondern alles, was mir so einfällt, was man wie aufbewahren kann. Und ja, ich denke, ich werde da auch eine Playlist für machen. Aber bis die gefüllt ist, das wird jetzt noch ein bisschen dauern. Ne? Also ich hoffe, dass dir dieses Video ein bisschen Inspiration gebracht hat und du jetzt Lust hast aufzuräumen. Weil das sollte man doch tatsächlich zwischendurch mal machen. Vor allem, wenn man im Chaos versinkt, so wie ich. Also, ich wünsche dir alles Liebe und wir sehen uns im nächsten Video. Und bis dahin, alles Gute. Ciao.